Hallo Dennis, ne, wir sind hier im wunderschönen Brandenburg. Und ja, du hast mich eingeladen, mit dir mal schießen zu gehen. Genau. Und das haben wir heute gemacht. Bei der Kugel waren wir heute Vormittag schon. Da haben wir dann auch noch so die ein oder anderen Kleinigkeiten so an Tipps, was man so machen kann, gerade bei der Kugel. Und natürlich wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was über dich erfahren. Und dann, wie bist du zur Jagd gekommen? Also wie bist du eigentlich an die Jagd gekommen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Durch meinen Opa. Der hat mich einfach mit 6 Jahren mitgeschliffen. Und ja, seitdem mache ich das mit Leidenschaft und voll in Elan bin ich dabei. Und ja, mir gefällt's. Du bist halt auch ganz groß im Wettkampfschießen. Vielleicht kannst du ja noch mal sowas zu deinem ersten Wettkampf sagen, wie dein erster Wettkampf so war. Ja, mein erster Wettkampf war auch hier zur Kreismeisterschaft in Falkenhagen. Und da habe ich Bronze geschossen. Fürs erste Mal fand ich das ganz cool. Und dann hat mich mein Schießlehrer halt dazu genommen und hat gesagt, wir müssen dich fördern und machen und tun. Und ja, jetzt gehe ich auf deutsche Meisterschaften, ostdeutsche. Ich wäre auch dieses Jahr zur Europameisterschaft gefahren. Ist leider ausgefallen wegen Corona. Deutsche Meisterschaften ist da so ein Stichwort. Also auf den deutschen Meisterschaften. Wie oft warst du da? Und du bist ja auch ein deutscher Meister. Ja, deutscher Meister bin ich 2018 geworden in einer Kugel mit 196 von 200. Und ich glaube, ich bin jetzt bei 4 oder 5 deutschen Meisterschaften gewesen. Ja, wir waren ja heute Vormittag Kugelschießen und auch ich konnte, man lernt nie aus, man lernt immer dazu, sage ich ja. Ich konnte auch noch was lernen von dir, vielen Dank schon mal dafür. Bitte, bitte. Und beim Bock kannst du dich ja im Stehen ausruhen. Wenn du so stehst, hast du halt das Gewicht auf diesen Arm und dann kannst du dich halt so ausruhen. Worauf muss man denn beim Kugelschießen achten? Also jetzt auf dem Stand, Bock, Schwein oder auch laufender Keiler? Worauf achtet man? Ja, also ganz, ganz wichtig ist halt wirklich der Stand. Dass du wirklich sicher stehst und feststehst. Das nächste ist das Abziehen vom Abzug. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man muckt oder die Augen zumacht. Und ja, das ist eigentlich so. Und dann habe ich meistens so kleine Rituale noch. Gerade beim Backeschwein, dass man 100 Meter Pfeilen schießt, da lasse ich mir halt viel Zeit. Wenn man die schnell hintereinander raushaut, dann ist das halt kontraproduktiv. Ich lasse mir halt relativ viel Zeit, ich packe das Gewehr nochmal zur Seite, packe dann erst die Patrone rein, mache den zu und dann gehe ich erst wieder in den Anschlag. Also, dass ich da ein bisschen Luft drin habe, dass die Arme sich ein bisschen entspannen können, beruhigen können und dann ist das alles schick. Ja, zum laufenden Keiler ist es eigentlich ganz einfach. Da ist auch der Stand ganz, ganz wichtig. Ganz einfach, ja genau. Haben wir festgestellt, ganz einfach. Genau, ja. Also beim laufenden Keiler ist ganz wichtig der Stand. Man will ja nicht in den Ball schießen, sondern wo die Sau läuft. Das heißt, der linke Fuß wird immer Richtung Ziel ausgerichtet mit einem leichten Knick im Bein. Und dann kannst du halt super mitschwingen und das passt. Und ja, wo abkommen? Du hast ja unterschiedliche Patronen, du kannst ja beim sportlichen Wettkampf schießt du halt der 22 Hornet, 222 oder 223.
da ist ja ein ganz anderes Abkommenverhalten. Also mit der Hornet muss ich halt ein Stückchen unterm Teller. Und mit der 222 oder mit der 223 musst du halt 5 bis 8 rein. Man sollte auch, wenn man laufenden Keiler schießt, nicht die Sau reinlaufen lassen, sondern mitspringen. Das ist Punkt 1. Der nächste Punkt ist auch nach dem Schuss weiter schwingen und nicht stehen bleiben. Dadurch ist die Treffpunktlage natürlich immer anders. So, wir haben das ja gemerkt, ich habe mit meiner jagdlichen Büchse geschossen, in einem ganz anderen Kaliber, also wirklich dann 7x64 führe ich da. Jetzt, du schießt ja jetzt eine 22 Hornet, gerade im Wettkampf, ist halt auch eine Geldsache dann wahrscheinlich. Und was benutzt du denn da? Also wie ist da deine Kombi, dein auf das, was du schwörst? Ja, also ich habe mir jetzt vor 2 Jahren eine Kepler gekauft, mit Schlauch natürlich als Einzellader. Den benutze ich auch jagdlich, muss ich dazu sagen. Und die Präzision mit dem Abzug ist einfach nicht zu schlagen. Dann, was hast du da für eine Optik drauf? Weil das ist ja dann laufender Keiler, das ist eine. Dann aber auf dem Bock auf 100 Meter ist ja wieder eine ganz andere Sache. Und du sagst, jagdlich führst du sie auch. Ja, ist auch noch mal. Ich habe eine 30-fache Vergrößerung drauf. Ich schieße DD Optics zurzeit noch. Ich schieße eigentlich die 100 Meter Bahn alles auf 30-facher Vergrößerung. Und den laufenden Keiler schieße ich mit 16- bis 20-facher Vergrößerung. Wann hast du deinen Jagdschein gemacht und was war dein erstes Stück Wild? Mein Jagdschein habe ich 2009 gemacht und mein erstes Wild, da hatte ich gerade frisch den Jagdschein wirklich bestanden und da ist mein Opa mit mir rausgefahren und ja, da kam ein alter Sechser vorbei und hat mein Opa nur gesagt, den kannst du schießen. Ja, und dann hat er gesagt, es hat 10 Minuten gedauert. Für mich kam das nicht so lange vor, aber er lag dann im Knall. Sehr schön, ja, Weidmannsheil. Ja, Weidmannsdank. Wir sind ja jetzt hier gerade auf dem Skeet-Stand. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Skeet schießen. Was sind denn die Sachen, worauf man beim Skeet achten sollte? Jetzt vielleicht auch für die, die jetzt gerade sich interessieren, dafür einen Jagdschein zu machen. Was kann man schon mal selber so für sich selbst mitnehmen? Egal, ob man auf Skeet oder Trap schießt, ist es wieder der Stand. Ganz wichtig. Na, ganz wichtig ist, du willst ja mit dem ersten Schuss die Taube in der Mitte kaputt schießen. Das heißt, der linke Fuß als Rechtsschütze steht auf dem Pfahl, der in der Mitte ist. Den sieht man deutlich. Und der rechte Fuß steht im rechten Winkel dahinter und das linke Bein macht einen leichten Knick. Und man dreht sich halt. Ja. Von der Mitte, wo man die Taube kaputt schießen will, zum Hochhaus rein. Und dann bleibt man stehen, ruft die Taube ab mit Ho, Yep, wie man möchte. Geht dabei in den Anschlag, schießt die Taube kaputt, geht zurück und schießt die andere Taube auch kaputt. Und wenn der Stand passt, dann kommt irgendwann dazu der Anschlag. Und wenn der Anschlag passt, dann muss man halt gucken, ob man Schiene und Korn sieht oder nur Korn. Und dann ist es halt ein anderes Schießverhalten. Wenn man nur das Korn sieht, dann muss man die Taube halt abdecken. Wenn man halt Schiene und Korn sieht, muss man die Taube aufsetzen lassen. Ganz wichtig. Ja, Dennis, beim Skeet-Schießen jetzt gibt es ja die verschiedenen Weisheiten, verschiedene Möglichkeiten. Wie machst du denn das jetzt beim Skeet-Schießen mit der Taube? Also vom Ausrichten her und... Ich gehe von hinten an die Taube ran, bin auf der Taube und genau wenn ich denke, jetzt bin ich gut, überhole ich die Taube, drück ab und schieße die Taube damit kaputt. Und bleib halt nicht stehen. Ja, also wie gesagt, ich bereite mich vor auf der Mitte mit dem linken Fuß, gucke mir auch da die Position an, klappe in diesem Moment auch die Waffe zu, gehe ungefähr dahin, wo die Flugbahn der Taube ist, ziehe nach links rüber zum Hochhaus, wo die Taube rauskommt, rufe die Taube ab, die Taube kommt raus, gehe in den Anschlag, schieße die Taube vor der Mitte oder in der Mitte kaputt und schwenke zurück zur Niederhaustaube und schieße die da auch kaputt.
Dennis, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ne? Gerne, alles gerne, super. Immer wieder gerne. Hat auch ganz gut gepasst. Ich hatte dann doch noch 10 Tauben hier am Ende auf der Skidbahn. War ich ganz zufrieden. Ja, nochmal danke, dass das alles so geklappt hat. Ja, freue mich aufs nächste Mal. Wie gesagt, ich bedanke mich auch herzlich. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen. Ich danke Freund und Büchsenmacher Michael Noack, dass er mich immer sponsert mit Schrotmunition und allem drum und dran. Sollte euch das Video gefallen haben, dann gerne einen Daumen nach oben und für mehr Videos einfach den Kanal abonnieren. So. Solltest vielleicht vorher deine Kopfhörer aufsetzen. Das war ein sehr guter Tipp. Das muss bitte im Video sein. Weil die halt einfach schneller ist. Gut. Daneben. Machen wir nochmal. Ich hab das aufgenommen. Das nehmen wir als Outtake, ja? Ja, das nehmen wir als Outtake, genau. Umgesetzt. Alter, was ist denn jetzt hier los, Alter? Oh, mein Rücken. Ja.